Ekaterina Leonova, 35, ist schon lange ein fester Bestandteil von Let's Dance, doch das könnte sich bald womöglich ändern. Die Fans wollen endlich eine Antwort auf die Frage, doch so leicht macht die Tänzerin es ihnen nicht. Ekaterina Leonova, tanzt sie noch einmal für Let's Dance? Am 17. Februar geht Let's Dance endlich in die nächste Runde. Die Kandidaten wurden bereits enthüllt, doch eine Frage bereitet den Zuschauern weiterhin Kopfzerbrechen. Wird Ekaterina Leonova wieder mit von der Partie sein? Die Profitänzerin ist seit 2013 fester Bestandteil des Let's Dance Ensembles, doch in den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, dass sie der Show den Rücken zukehren könnte. Denn Ekat ist bis über beide Ohren verliebt und ihr neuer Freund soll es gar nicht gut finden, dass sie in der Show tanzt. Laut eines Insiders sollen die beiden sogar bereits ein Deal ausgehandelt haben. Sie haben einen Kompromiss geschlossen, Ekat würde 2023 noch einmal in der TV-Show mitmachen, wenn RTL fragt. Ob RTL noch einmal gefragt hat und ob die Tänzerin zugesagt hat, ist jedoch weiterhin ein großes Geheimnis. Eines, nachdem die Fans die 35-Jährige immer wieder fragen. Doch diese hat dafür nun eine Antwort, die ihren Followern nicht gefallen dürfte. Ekaterina Leonova, klare Aussage zu Let's Dance-Gerüchten. In einer Fragerunde auf Instagram wurde Ekat erneut mit Nachfragen bezüglich ihrer Teilnahme an Let's Dance bombardiert. Nun hat sie ein für allemal eine klare Antwort auf sämtliche Spekulationen gegeben. Das ist eure Lieblingsfrage. In allen Jahren meiner Teilnahme oder auch meiner Nichtteilnahme habe ich vor der offiziellen Bekanntgabe nichts verraten. Das soll auch so bleiben. Sorry. Klare Worte. Es scheint, als würden ihre Follower aus Ekaterina keine Infos herausbekommen. Ob sie noch einmal über das Parkett schweben wird, wird sich daher wohl erst im Februar zeigen, wenn es wieder heißt, Let's Dance. Thank you.